Ja, meine Freunde, B-Monster am Start für euch bis auf zur 50. Folge von Road to Master. Diese Woche läute ich die Sunny Day Week ein und wir spielen mit einem Sonntag-Team. Das heißt, ich habe Dürre-Pokémon dabei wie Volnona und Kulurak Y. Daneben Bisaflor und Tengulist sowie Rotom und Megalucario. Ja, ich spiele Megalucario ganz einfach aus dem Grund, dass ich etwas brauche, was mir den Arsch deckt, nenne ich jetzt einfach mal. Ich brauche halt ein Pokémon, welches so effektiv ist, dass ich das locker einwechseln kann und was auch mal ein bisschen was aushalten kann im Notfall. Nee, das ist total Quark. Lucario ist einfach ein guter Sweeper. Und ich habe ja schon bei den letzten Folgen gesagt, ich spiele jetzt nicht mehr hier auf Spaß an der Freude nur noch, sondern ich spiele jetzt auch schon so, dass wir mal gewinnen. Denn wir haben jetzt einen Zwischenstand von 47 zu 56. Das sind 9 ganze Matches Unterschied. Ich weiß, es tut mir leid, dass letzte Woche bloß das kurze, ganz kurze Video kam. Aber ich hatte irgendwo einen Fail drin beim Rechnen. Und darum spielen wir jetzt einfach mal Lead Mega Lucario, dann Volnona und dann unser Bisaflor gegen seinen okay, ich sag, was hat Mega Kangama wahrscheinlich, dann Tyranitar, Garchomp, Volcarona, Milotic und Venusaur. Gegen seinen Volcarona könnte ich Probleme kriegen, genauso wie gegen sein Kangama. Das könnte auch gefährlich werden. Gefährlich. Wir gucken einfach mal, was läuft. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mit diesem Team ein bisschen was reißen können. Und ansonsten werde ich in Zukunft erstmal keine Monotyp-Teams mehr bauen, weil es einfach, es lohnt sich nicht. Ich werde jetzt auch mal irgendwie so das Megalurok mitnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, es passt. Also es ist halt Battlespot. Wir sind ein Battlespot. Das ist kein Turnier. Hier wird nicht nach Smoggenregeln in dem Sinne gekämpft. Ich werde zwar sowas wie die Evasion Claws oder die Steep Claws nicht sprechen. Aber von den Pokémon her werde ich hier versuchen, so ein bisschen das mitzunehmen, was mir gefällt. Und wir gehen jetzt erstmal auf den obligatorischen Mega und dann auf den Eishieb. Hoffentlich sind wir schneller. Falls nicht, haben wir ein Problem. So, Mega Lucario. Richtig geil vom Design hier übrigens. Ich finde, das sieht so geil aus. Komm. Oh nein, natürlich ist das schlau. Und das überlebt man nicht. Es geht schon wieder so gut los zum Montag. Es geht schon wieder so gut los. Wir müssen erstmal die Sonne setupen. Ich glaube nicht, dass irgendwie der... Oh, der ruft zurück. So ein Pisser, Alter. Der denkt halt auch, wir sind von gestern und von vorgestern. Geh das mal Schlafpuder ins Gesicht. Es müsste halt gerade schon reinkommen, um zu lachen. Ich würde so lachen. So. Wir gehen natürlich auf den obligatorischen Igelsamen-Spam. Und
und hoffen mal, dass es klappt. Und nun kommt raus, damit der scheiß Sandsturm weg ist. Denn wir müssen ja den Sandsturm wegkriegen, damit dieser 50%ige Special Defense Boost logischerweise weg ist. Ich hoffe, das Vieh wacht jetzt nicht auf. Bitte schlaf. Nein. Ach, Knuscher. Knuscher überlebt man. Hoffe ich. Überlebe! Natürlich haben wir jetzt durch die Igelsamen den Vorteil, dass wir KP wieder kriegen. Und wir müssen jetzt mit dem Solarstrahl das Ding eigentlich relativ gut down kriegen. Hoffe ich. Aber wenn jetzt diese zweite Meldung kommt, ich habe absolut sonnenständig, das trifft nicht. Also ich habe übrigens das Kraftclub-T-Shirt an, was ich vor 3 Wochen ausgepackt habe. Alter. Das ist ja Special Defense at its best. Okay, dann muss es Bisaflo richten. Dann muss es jetzt halt Bisaflo richten. So, Giga Drain. Alter, was ist denn das für ein Drecksbiest, ey? Bikey, das geht gar nicht klar. Also den Kampf haben wir schon verloren, das kann ich jetzt schon sagen. Eigentlich wäre das perfekt für Doppelkämpfe, dieses Sonntag-Team. Aber ich will das immer im Einzel probieren. Gerade weil es im Einzel ein bisschen schwerer ist, das Ganze zu spielen. Das ist ein Guard-Jump mit Flammenwurf. Oh, und jetzt kommt Mega-Kangama. War ja klar, dass es mega Kagama ist. Ich habe in Zukunft vielleicht mit Sand, mit Sonne lieben. Und nicht irgendwie mit was anderem. Ich hasse das Drecksvieh. Ich hasse es einfach. Okay, das Vieh werde ich auf alle Fälle nie spielen. Da könnt ihr euch schon mal sicher sein. Ich würde natürlich auch sowas wie hier, wie heißt es denn? Mega Lokok auch bloß ohne Schutzschild spielen. Das ist einfach unfair, finde ich, das Ding mit Schutzschild zu spielen, damit man halt auf alle Fälle erstmal den Speed Boost kriegt. Ich will damit gleich reinhauen hier. Natürlich ist es schon, dass wir dieser Flo auch kriegen, das Match. Wir haben jetzt Giftschleim plus die Egesamen auf Mega Kangama. Ach, WhatsApp, ihr wisst, wie es ist. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr wisst, wie es läuft. So, Giga Sauger. Müssen uns irgendwie voll saugen hier. Bekommen. Oh ja, fick dich einfach, du Drecksvieh, ey. Boah, diese scheiß Mega-Kangama kotzt mich immer so an. So ein Drecksnoob-Pokémon. Es steht jetzt 47 zu 57. Wir beginnen also die 50. Folge erstmal mit einer schönen Niederlage. Wahrscheinlich auch eine zweite und eine dritte diese Woche. Ach nee. Ja, ich möchte natürlich weiterspielen. Ja, man mach. Und ich habe heute mal die Musik gewechselt. Habt ihr es gemerkt? Ich hab's mal die Musik zu wechseln. Jetzt wird die Musik. Oh, das wird so mies jetzt die Woche. Das Dumme ist halt, Ophabe hat mir schon gesagt, ja, nimm das und das mit, nimm Pokémon mit, Abschlag mit, nimm das und das mit. Es ist wahrscheinlich nur gut gemeint, aber ich will halt nicht irgendwo die gleichen Pokémon zeigen. Das ist das Problem. Das ist das ganze Problem. Ich will halt auch mal ein bisschen Abwechslung haben in den Teams. Okay. Wir spielen gegen Goodra, Garados, oh, da muss ich aufpassen. Goodra, Garados, Wishu ist das, glaube ich, Austausch, da muss ich nochmal aufpassen.
Mega Gardevoir oder Mega Gengar. Hm, schön. Wir lieben mit Winona, nehmen Tangulus mit und nehmen unser Lucario mit. Fandes? Oh, Lucario ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, durfte mal gar nicht so schlecht sein. Hoffen wir mal. Ja, wie gesagt, Fabian hat mir schon gesagt, das und das mit. Aber ich mag halt nicht immer die gleichen Pokémon oder die gleichen Arten von Pokémon mitnehmen. Das ist das Problem dran. Ich hatte so ein paar Pokémon, die ich gerne mag, die ich auch gerne spiele, aber ich will nicht irgendwas die gleichen zeigen. Und gerade bei der Serie hier ist es halt auch nicht gerade so förderlich, wenn ich euch jetzt hier 3 Wochen lang Panfano im Team mitnehme. Und ich denke, ich stand schon so, Alter, keine Ahnung von Pokémon. Und das bringt mir halt auch nichts. Von daher will ich da schon ein bisschen abwechselnd drin haben. Mir geht es am Ende auch nicht bloß ums Gewinn, sondern auch ein bisschen um Spaß in der Sache. Ich bin der Fall, dass auch wenn ich hier Rage quitte, weil so ein scheiß Komprimator-Star mir einfach mal rumnervt. So, der nächste Japaner. Wir gehen diesmal gleich mit Winona. Wishu. Jetzt muss ich mal gucken, was meine Lucario von der Spezialfähigkeit hat hier. Bericht. Das ist felsenfest, das passt dann so spät fast so. Weil auf alle Fälle jetzt erstmal Mogelhieb nimmt. Predicted. Ich gehe auf Abwehrhieb. Ist Step, bringt uns KP wieder. Und ich sag mal so, warum nicht? Oh, Turmkick ist jetzt der Ernst. Ist das jetzt dein Ernst? Warte, nützt mir den gutes Tor nichts wie das viel. Na gut, ich bin schneller als der. Ich denke, ich muss drauf. Komm ich auch schon langsam. Da muss ich ein gutes draus. Ansonsten, das wird nur nach Rupps mir auch gleich weg. So, da können wir jetzt zusammenbomben. Die kann ich auch zusammenbomben. Nein, das war jetzt echt niveaulos, tut mir leid. Das war jetzt echt ein Scheißspruch mit den Samenbomben und so. Oh, komm, jetzt mach's bitte down. Gott sei Dank. Der Gut ist doch so ein heißer Anwender von Mega-Evolution, finde ich. Könnte von mir was gerne noch hinkriegen. Noch ein bisschen schneller, ein bisschen stärker, ein bisschen böser. Passt, wird stärker, passt. Da würde mich mal interessieren, ob die Mega-Evolution irgendwie alternative Artworks oder Designs der letzten Stufe sind. Das würde mich nämlich mal ganz, ganz brennend interessieren. Wir gehen wieder auf Winona. Im Fall des Falles. Da kommt hier mit Flammenwurf an oder so ein Scheiß. Feuersturm. Die Feature kann meistens Feuersturm. Das ist ganz, ganz mies. Matschbombe. Ach ja. Ich schaffe auf den Flammenwurf. Das ist das Effektivste, was wir derzeit haben. So viel zur Effektivität. Ja, Finster Aura und hoffen, dass es zurückschreckt, würde ich sagen. Ah, oh, das höre ich nicht. Warum auch? Ja, ansonsten kann ich jetzt bloß auf den Gutes gehen und hoffen, dass es klappt. Schwarz ist mir nichts, das macht mich dann kalt mit dem Dings, mit der Matschbombe. Abschlauch. Das Effektivste, was ich nehmen kann, ist Abschlauch. Oh, und es reicht nicht. Und es trifft und tötet mich.
Ich will zu meiner Mami. Oh Gott, Mann, das ist so nervig. Verfickte Scheiße hier. Schon wieder 2-0 verloren. So, das war's dann heute mit Road to Master. Die 50. Folge beginnt, oder diese Woche beginnt mit 2 sehr, sehr schönen Niederlagen. Ich möchte das Kapitel nicht speichern. Wir sehen uns morgen wieder und ich würde sagen, bis dahin, haut rein und ciao.